Hallo und herzlich willkommen aus dem Bayerischen Landtag. Hier ist wieder Plenum TV für Frankenfernsehen. Der Jahresbericht 2014 des Bayerischen Obersten Rechnungshofes ist veröffentlicht. Die Liste von Kritikpunkten lang. So soll zum Beispiel Kultusminister Dr. Ludwig Spänle für eine, ich zitiere, Förderung ohne Kontrolle bei der Erwachsenenbildung verantwortlich sein. Und Finanzminister Markus Söder beim Steuervollzug auf ganzer Linie versagt haben. Ja, der Oberste Rechnungshof hat wieder mal die Handhabung der Finanzverwaltung kritisiert, im Übrigen zum 17. Mal in Folge. Wir fordern seit Jahren, dass das Personal aufgestockt wird, um den Finanzbehörden die personelle Ausstattung zu geben, die notwendig ist, um ihre wichtigen Aufgaben auch erfüllen zu können. Und das bestätigt sich nun wieder nach diesem Bericht. Finanzminister Söder muss endlich die Hausaufgaben machen. Also wir haben einen Finanzminister, der für einen sehr soliden Haushalt steht. Wir sind das einzige Bundesland, das Altschulden zurückzahlt. Und wir sind auch das Bundesland, das solide aufgestellt agiert. Und deshalb, wie gesagt, halte ich die Fundamentalkritik für überzogen. Jetzt gilt es darum, mal die Details anzugucken und dann eben ganz konkret an den Details, die man arbeiten muss, zu sagen, ist es berechtigt, ist es nicht berechtigt. Und wenn es berechtigt ist, natürlich, was kann man ändern? Kommen wir zu einem anderen Thema. Der Europäische Gerichtshof erklärte die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für ungültig. Denn das Speichern von Telekommunikationsdaten ist ein besonders schwerwiegender Eingriff in das Privatleben. Zudem stamme die Richtlinie aus einer Zeit, in der noch keine Haushaltsgeräte digitale Spuren ihres Nutzers weitergaben. Also erstmal gilt es zu sagen, dass es eine gute Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes war und der Datenschutz der Menschen wieder in den Vordergrund gerückt ist. Ob es eine neue Richtlinie gibt, ist jetzt die große Frage. Ich gehe davon aus, dass es in absehbarer Zeit eine neue Richtlinie geben wird. Und ich hoffe, dass dabei die Belange der Bürgerinnen und Bürger entsprechend berücksichtigt werden. Also ich begrüße die Entscheidung, weil der EuGH stellt ja auch fest, dass die grundsätzlich zulässig ist, aber eben bei schwersten Straftaten und sie muss verhältnismäßig sein. Und sie muss an enge Voraussetzungen geknüpft sein. Eigentlich genau das, was das Bundesverfassungsgericht auch schon dazu entschieden hat. Das war wieder Plenum TV für Frankenfernsehen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.